Hallo Leute und herzlich willkommen bei Rocky on Tour. Mein Name ist Daniel. Heute ist Bastelstunde. Was machen wir heute? Ich habe hier einen Motorhome Fridge Fan, einen Lüfter, der für unseren Absorberkühlschrank ist. Es ist ja so, dass bei einer Temperaturdifferenz zwischen 25 bis 27 Grad, also zwischen der Innentemperatur vom Kühlschrank und der Außentemperatur, der Absorberkühlschrank an seine Grenzen kommt, dann nicht mehr richtig kühlen kann. Und ich habe mich entschieden, dass wir die warme Luft absaugen werden. Und wir werden erstmal das so probieren, ohne dass ich frische Luft reinblase. Ich habe mich für den Titan-Lüfter entschieden, den TTC SC20C. Und warum habe ich mich für diesen entschieden? Einmal, weil er 14 cm in der Höhe ist. Es gibt ihn auch noch als 12 und 9 cm. Schaut einfach mal selber nach. Aber das andere Mal auch, weil er eine Steuerung mit dabei hat, die sich selbstständig regelt, die die Drehzahl des Lüfters regelt und die dann auch anhand der Temperatur die Lüfter einschaltet und wieder abschaltet. Die ist sehr mit drinne. Und jetzt machen wir mal den Karton auf und schauen mal rein. So, was haben wir hier? Hier haben wir die Regelung, die ich euch beschrieben habe, wo man hier auf Automatik manuell schalten kann. Man kann die Lüfterstärke verstellen, man kann einen Timer einschalten. Das werde ich irgendwo hier im Innenbereich einbauen. Dann hat dieser Titanlüfter, und auch deswegen habe ich mich dafür entschieden, hat hier einige Winkelbleche. Müssen wir einfach mal schauen, wie wir das montiert bekommen. Und dann haben wir den Lüfter selber. Soll ein sehr leiser Lüfter sein und den kann man so rum oder aber dann so rum verbauen. Einmal zieht er die Luft ein und einmal saugt er sie ab. Genau, die absaugende Luft, die ist meistens bei den Absorberkühlschränken oben. Das heißt, ich werde den Lüfter in das obere Lüftungsgitter einbauen dahinter und werde anhand diesen Winkeln werde ich versuchen, die geeignete Stelle zu finden. Und dann brauche ich natürlich noch ein 12-Volt-Kabel, das ich aber da oben schon im Schrank gefunden habe, das ich dann rauslegen muss. Und da nehme ich jetzt euch einfach mit dazu. Hallo. Hi. So, also ich habe jetzt hier den Lüfter etwas angepasst. Ich habe jetzt leider nur, mal gucken, ob ich den hier so ablegen kann, dann kann ich das auch mit der anderen Hand zeigen. Also ich habe ja hier jetzt die Originalwinkel da verwendet, aber beim Eura kann man hier bei diesem Modell hier, ich habe ja den PAS 695 EB, da kann man ja jetzt hier nicht nach oben schrauben. Also zumindest wollte ich das nicht, weil dann ist auch hier, wie gesagt, der Abstand, wenn ja hier vorne dann diese Haube drauf kommt, dieser Schutz im Winter, habe ich hier kaum Platz. Deswegen möchte ich den Lüfter dann hier gegen die Seitenbretter, Holzverkleidungen dagegen schrauben. Und deswegen habe ich jetzt hier jeweils noch solche Winkel genommen, die hatte ich. Die habe ich hier jetzt da jeweils reingeschraubt und dann will ich die hier festmachen und dann jeweils hier gegen die Wand schrauben. Und dann sollte der Lüfter eigentlich ganz gut heben. Und dann werde ich hier noch ein Loch durchbohren, dass ich hier in den Hochschrank reinkomme, über den Kühlschrank. Ja, und in dem oberen Fach, das ist hier dahinter, da ist ja der Kabelkanal. Da muss ich dann ein Kabel über den Schrank dann hier runterführen. Das dann hier irgendwie verbinden, das Kabel. Das schauen wir uns dann aber von innen an.
Wichtig ist jetzt, dass ihr die Lüfter so rum einbaut, dass die Luft quasi jetzt hier rausgesaugt, also rausgeblasen wird, weil hier oben die warme Luft ist, dann hier rausgeblasen wird. Man kann dann irgendwann mal da unten noch einen Lüfter reinmachen, um eben auf Frischluft rein saugen zu lassen, aber das werden wir jetzt erstmal so testen hier. Also bezüglich dem Loch reinbohren für das Kabel habe ich mich umentschieden, weil wie gesagt, hier ist es ja so, dass ich in den ersten Fach reinkomme, dann muss ich hier ein Loch bohren und muss dann durch den Regalboden auch nochmal ein Loch bohren, um dann in das zweite Fach reinzukommen. Und ich werde jetzt das Blechstück rausschrauben und dann werde ich das hier rausholen und nur ein Loch direkt gleich in den richtigen Fachboden reinmachen. Ich mag das überhaupt nicht, im Wohnmobil irgendwie unnötige Löcher reinzubohren. Deswegen entscheide ich mich jetzt etwas für die, ich will es mal sagen, schwierigere Variante, weil das hier rauszuschrauben und dann wieder reinzukleben ist halt umständlicher. Aber gut. Also das Blechstück ist draußen. Und jetzt sieht es folgendermaßen aus. Und zwar ist da oben jetzt auch ein Brett drin und das ist genau die Zwischenlage zwischen den zwei Regalen. Das habe ich jetzt vom Maß her, hätte ich nie gedacht, dass das so weit hoch geht nochmal. So, aber wenn ich jetzt hier irgendwo ins Eck da hochbohre, dann komme ich schon im oberen Bereich raus und dann kann ich das Kabel ja da hier hinten und hier unten durchführen. So habe ich das jetzt vor. Und dann ist das eine feine Sache, dann bin ich schon im richtigen Regalboden. Hier geht das Kabel rein. Und hier kommt das Kabel dann wieder raus. Und leider muss man da so ein 12 mm Loch reinbohren, weil dieser Stecker hier durch muss. Und dann bleibt nichts anderes übrig, als so ein großes Loch zu bohren. Ich werde das aber mit Silikon zukleben. Auch hier habe ich im Übrigen gesehen, dass die Nähte bei Eura nicht ganz dicht sind. Und hier im Winter kann hier schon ganz schön kühle Luft rein. Ist zwar hier abgedichtet über das Blech, aber ich werde das hier noch mal etwas besser abdichten. Was ich sagen wollte, was richtig toll ist, hier ist ein Temperaturfühler, das wusste ich gar nicht. Der wird eben dann hier mit rausgelegt, ziemlich in die Nähe hier von diesen Wärmerippen, wo die Wärme weggeht. Und der sollte relativ dicht da dran sein, dass der die reelle Umgebungstemperatur misst und dann entsprechend auch die Steuerung, die Ventilatoren steuern kann. So, also der Lüfter ist jetzt eingebaut. Ihr seht jetzt hier den Temperaturfühler. Hier die Verschraubung jeweils. Da drinnen hier und hier. Und auf dieser Seite. So, wenn man das Gesamte jetzt hier anschaut, kann jetzt die Luft auf jeden Fall rausgesaugt werden. Und was jetzt halt eben wichtig ist, im Winter macht man ja hier in der Regel diese Kunststoffabdeckung rein, damit da nicht wieder zu viel warme, kalte Luft reinströmt. Und die passt jetzt auch noch super vor den Lüfter hin. Also das hat jetzt ganz gut geklappt. Das ist zwar ein bisschen ein Gefummle, aber ja, ich denke absolut funktionell. Und jetzt muss ich das noch verdrahten innen. So, jetzt noch ein Update zur Stromverteilung bzw. zu den Stromanschlüssen. Ich habe hier ziemlich dicke Leitungen. Ich behaupte mal, das sind sogar 4 Quadratmillimeter Leitungen, die, keine Ahnung, von da vorne irgendwo kommen. Bin eigentlich guter Dinge gewesen, dass ich die hier verwenden kann für den Stromanschluss von dem Lüfter oder von den Lüftern. Aber dem war nicht so. Da ist überhaupt keine Spannung drauf, egal was ich da einschalte. Keine Ahnung, für was die Kabel sind. Falls das jemand wirklich weiß, das sind sehr lange Kabel, die hier, wo da drauf so ein Quetschschuh drauf gemacht wurde. Wenn ihr das wisst, schreibt es unten in die Kommentare.
Ansonsten habe ich jetzt hier auf gut Glück ein zweiadriges Kabel, das hier in so einem Mantel verlaufen ist, habe ich jetzt einfach mal durchgezwickt. Und ich vermute, dass das die USB-Steckdose hier vom hinteren Schlafbereich ist, die ja hier in der Mitte ist, dass die hier durchläuft, weil da ist jetzt auf jeden Fall Saft drauf, sobald man am Schaltpanel die Lichter einschaltet. Also das Kabel werde ich jetzt auch hier nehmen, da werde ich so eine Vago-Klemme drauf machen und dann spitz verbinden. Aber schon schade hier, für was hier so dicke Kabel sind. Wie gesagt, das würde mich echt interessieren, falls es jemand weiß, beim Euramobil PRS oder beim Profila ist es bestimmt dasselbe. So, mittlerweile habe ich den Einbau mehr oder weniger abgeschlossen. Die Steuerung habe ich hier vorne platziert und ja, dann habe ich ein Stück Kabelkanal bis nach hinten gemacht und dort kommt ja, da kommen ja auch die Kabel noch von unten mit hoch. Die habe ich dann an Kabelbinder befestigt und dann hier oben in den Kabelkanal rein. Ich denke, das sieht ganz angenehm aus. Wie gesagt, die Steuerung, jetzt habe ich auf Automatik gestellt, die werde ich auch so eigentlich lassen. Aber ich zeige es euch mal, wenn wir auf manuell schalten und den Lüfter mal auf volle Stufe schalten. Und dann hört mal. Ja, also der ist ganz leise im Hintergrund zu hören. Das Ganze zeige ich euch mal von außen. So, von außen ist es schon etwas lauter. Aber hier spürbar kommt hier die Luft raus. Also hier bläst richtig stark die Luft raus. Jetzt hoffen wir natürlich, dass der Effekt auch der ist, den wir uns versprechen. Das können wir natürlich erst dann testen, wenn wir das im Einsatz haben. Ja, so, das war es jetzt dann auch schon mit dem Einbau von den Lüftern, von den Kühlschranklüftern. Ich hoffe, euch hat das Video wie alle anderen hier auch auf unserem Kanal gefallen. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann lasst gleich ein Abo da, dann verpasst ihr auch kein Video. Und natürlich freuen wir uns über ein Like, über eure Unterstützung, wenn euch dieses Video gefallen hat. Ansonsten noch eine gute Zeit und bis zum nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.